Ein Mann aus Großbritannien ist bei einem Flug von London nach Singapur aufgrund schwerer Turbulenzen ums Leben gekommen. Mehr als 2 Dutzend Passagiere sind verletzt worden. Die Maschine war mit 211 Passagieren an Bord vom Flughafen Heathrow gestartet und musste um 15.45 Uhr Ortszeit in Bangkok notlanden. Die Flughafenbehörden sagten, das 73-jährige Opfer habe möglicherweise einen Herzinfarkt erlitten. I just know that he's the English nation and then have a like heart attack problem. So maybe he's have a heart attack on plane or not. But after Tracking-Daten zeigen, dass das Flugzeug innerhalb von etwa 3 Minuten plötzlich um fast 2000 Meter nach unten stürzte. Dann blieb es auf einer Höhe von 9400 Metern, bevor es zu einem Notlandeanflug in Bangkok ansetzte. Dies dauerte weniger als eine halbe Stunde. Die thailändischen Flughafenbehörden teilten mit, dass alle verletzten Passagiere in einer Einrichtung auf dem Flughafen behandelt werden.